Moin moin Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play GTA 2. Ja, wir wollen ja die Saison 2004 machen. Und ich muss sagen, das ist eine Rekommendation, weil ich hatte vergessen bei Fraps einzustellen, dass ich ja das Mikrofon aktiviert habe. Mit anderen Worten, nicht wundern, dass ich das Ganze jetzt rekommentiere. Moin Leute. Tutsi ist mit dabei. Komischerweise ist er mit dabei. Und ja. War lustigerweise komisch, dass ich da auf 100% Renndistanz hatte. Und joa. Deswegen haben wir ja alles eingestellt. Und ja. Ich habe keine Ahnung, warum man ihn trotzdem hört. Aber nun gut. Macht auch eigentlich nichts, von der Sicht gesehen. Wir hatten zu viel Auswahl. Ich hatte da nach dem Aston Martin ausgeschaut. Weil das so ist, mein lieber Chini. Ja. Nee, auf jeden Fall hatte ich da den, wie heißt es? Den Aston Martin gesucht und da habe ich mich dann halt eben, nachgeguckt, ob ich den Ford GT nehme oder den Ferrari 575 GTC oder vielleicht auch die Corvette. Ich habe da so viele Wagen drin gehabt und so viele Wagen reingemoddet. Genau. Ja, ja. Und ja, wenn man es mal so sieht, ist echt schon awesome, dass ich hier auf jeden Fall definitiv mehr Auswahl hatte oder habe. Ja. Wie gesagt, es ist lustig, dass ich ihn dabei jetzt höre. Und awesome. Ich war wirklich ziemlich nah dran, den Ford GT zu nehmen. Weil das Ding geht schon ordentlich ab, würde ich sagen. Im Qualifying sind die auch ziemlich weit vorne. Immer. Und joa. Ich würde sagen, wenn man das so sieht, dann ist das schon awesome. Ja, Frauen suchen sich die Klamotten aus und wir Männer suchen genau, uns die Autos aus. Da, in dem Moment habe ich dann die Qual der Wahl, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welchen Wagen nehme ich jetzt. Ich habe so viel Auswahl. Und da hat er dann das dann gesagt gehabt. Und ich wollte aber allerdings jetzt nicht die den gleichen Wagen nehmen wie in der vorigen Saison, deswegen habe ich dann halt eben gesagt, ja gut, guck's halt nach und so und ja, da habe ich mich dann anscheinend ja doch für die Corvette entschieden. Und ja, ich denke mal nicht, dass das so große Probleme mit sich bringt. Und ich meine, es ist ein guter Wagen von der Sicht gesehen. Ich sehe sie ja. Habe ich gesagt, das ist die gelbe Corvette. Dass ich die Geld habe aus dem Du machst nicht. Oh mein Gott. Ach Gott, wir haben so viel gejoked. Das wird jetzt voll fail werden. Ich werde grün nehmen, ohne Witz. Ich mag grün. Grün habe ich auch drin, habe ich gesagt, zu dem Zeitpunkt. Aber ich wollte kein grün nehmen. Weil es war mir dann doch ein bisschen zu strange. Wie gesagt, mit Flammen sieht schick aus. Flammen und Corvette passt nicht ganz. Würde ich nicht sagen, aber nur gut. Kommt drauf an, wie die Flammen ausgerichtet sind, habe ich zu dem Zeitpunkt gesagt. Ja, genau, richtig. Ja, ich fand das schon richtig awesome. Deswegen. Genau. Da habe ich der Corvette Racing gehabt. Ich glaube, für die habe ich mich auch entschieden. Ja, genau, für die habe ich mich auch entschieden. Und ja, ich habe ja wie gesagt die Renndistanz auf 10% gestellt. Ansonsten wäre das viel zu weit gewesen. 95% Gegner stärker, das wird echt noch lustig werden. Aggressivität ist fair. Wir sind diesmal auf Monster GP, was ganz lustig ist, weil die Karriere. Da will ich einen Sieg sehen. Genau, da hat er mir gesagt, dass ich das an Sieg sehen will. War schon lustig. Auf jeden Fall. Monza ist eigentlich eine Strecke, die ich sehr gut kann. Aber wenn man so bedenkt, dass ich auf 95% Gegnerstärke hochgeschraubt habe, ist das schon ein Unterschied. Und ja,
Ich würde einfach mal sagen, man sieht halt eben, wie das abgeht. Man sieht auch schon sofort, dass das ein ganz anderer Saisonstart ist als bei Saison 2003. Weil wir haben bei Saison 2003 in Spanien gestartet. Ja, ich sag's dir ja immer wieder, du bist ein schlechter Fahrer, du Ja, kannst nicht ja. fahren. Laber nimmer. Nee, da habe ich. Das war doch Ey. echt lustig. Da habe ich aus Versehen das Facebook angehabt. Weil ich Vogel nämlich vergessen habe, die Sounds auszumachen. War schon lustig. Und, joa. Also das Cockpit der Corvette gefällt mir Okay. echt richtig gut, muss ich sagen. Und, joa. Da dachte ich auch erstmal, what the fuck, Regen? Das kann ja lustig werden. Yep, bin ich. Weil Regen und ich, das ist wie die Faust aufs Auge. Der Renndirektor hat dich eben wegen deines Ausflugs verwarnt. Versuche zwischen den beiden weißen Ja, Linien zu und da bin bleiben, ich natürlich okay? mal wieder richtig schön falsch gefahren. Oh. Und ja, wenn man so sieht, ich kann doch recht gut fahren. Scheint, als ob ich Regenreifen drauf habe, was ich nicht gedacht habe. Upsala. Ein bisschen stark abgekürzt. Tja, was kann man gegen Nässe machen? Regenreifen, Chingy. Regenreifen. Ja, das Problem ist, Regenreifen weiß ich nicht, ob ich die drauf hatte zu dem Zeitpunkt. Scheint zumindest so, weil ansonsten wäre ich voll ausgerutscht. Oder bin ich voll rausgefahren. War nicht gerade schön. Uiuiuiuiui. Bin ich kurz in den Schlenker gekommen. Ich wusste wirklich nicht zu dem Zeitpunkt, ob ich Regenreifen drauf habe, hatte. Deswegen war es ja umso lustiger. Boah, die Kurve habe ich total verschätzt, weil ich habe total lange kein GTA 2 mehr gespielt. Deswegen sieht das auch so kacke aus. Uiuiuiui. Daher wäre ich wirklich fast weggeflogen. Ich muss sagen, es ist immer wieder lustig, wenn man sich selbst danach, naja, genau, Ready richtig Design, Rallye Design, gelb. wenn man sich selbst dabei nochmal zuguckt und nachkommentiert, wie man selbst gespielt hat, ist schon lustig, finde ich. Und was ich bis jetzt noch nie gemacht habe, hätte ich bei Stalker auch machen können, habe ich aber nicht gemacht. Und ja, ich hoffe, dass ich da in dem Punkt jetzt alle Leute noch zufriedenstellen kann. Und ja. Das Qualifying ist echt spitze. Bedenkt, dass der Bremsweg ziemlich lange ist hier. Boah. Man merkt auf jeden Fall, dass ich länger nicht mehr gefahren bin. Weil normalerweise hätte ich die Kurve locker gepackt. Weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe. Oh doch, ich glaube, die Corvette lässt sich sehr Der gut fahren, habe ich, glaube C6. ich, gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Da hat er sich dann vertan, als ich sagte Corvette. Ist keine Genau, da Drifterin. ging es um die Diskussion, die Corvette. Stimmt. Deutsche Naja, Sprache, schwere genau, richtig. Sprache. Das stimmt allerdings. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Quatsch. Weil er meinte halt eben die Viper und so, die Corvette und so. Da habe ich gesagt, das ist immer noch eine die Corvette, weil es Muscle Car ist. Es heißt ja nicht der oder das Corvette, von der sich gesehen. Habe ich dann darauf bestanden, dass er sagt die Corvette. War schon lustig irgendwie. Habe ich viel zu früh gebremst, oder? Nee, Quatsch, da habe ich. Na Habe ich dann doch dann. echt noch gut gebremst. Aber man merkt schon. Hey, wir können's. Ja, wie gesagt, also ich kann jetzt nicht alles wiedergeben, was ich da an dem Punkt gesagt habe. Da hat mir Ja. das Design von der Corvette gefallen, weil die das so hoch detailliert gemacht haben. Ich werde es ja noch Genau, richtig, weil ich später mir versucht habe, erfahren. dass das richtig awesome aussieht. Ich finde auch so, die Corvette C6 haben sie richtig hoch detailliert gemacht, weil die habe ich ja nachgemoddet. Und das ist echt awesome. Da war ich so fasziniert davon. Ja, Okay, ist die sie war gemoddet? gemoddet. Genau, da habe ich das ja Okay. gesagt gehabt, da hat er nachgefragt gehabt. Und, joa.
War schon lustig auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall noch Mod-Vorstellungsvideos machen. In dem Sinne. Weil ich finde, das lohnt sich eigentlich wirklich, sich das Spiel zu holen. Ich war so fasziniert davon, dass ich so oft nach hinten geguckt habe, um mir die Lichter vorne anzugucken. Habe ich echt schon haarscharf reingefahren, muss ich sagen. Das war echt irre knapp. Was ich auch sagen muss, ich kann in dem Punkt jetzt gerade mal kein Cockpit fahren, weil Regenwetter, also nasse Strecke und dann noch Cockpit, vor allen Dingen dann noch so rutschig. Ich bin ja schon länger nicht mehr gefahren. Von dessen gesehen habe ich mir dann gesagt, nee, fährst du doch aus einer Sicht, weil du besser fahren kannst. Und ja, wir haben Ferrari in Towels am Kleben. Ja. Und der kam mir dann doch schon ziemlich gefährlich nahe. Die Kurve ist ziemlich heimtückisch. Uiuiuiui. Da wäre ich. Hätte ich da nicht aufgepasst, dann hätte ich Strafe kassiert, weil die Kurve ist echt harscher. Du cheatest. Nein, ich cheate nicht. Absolut nicht. Oh Gott, ja, ja. Weiß nicht. Da habe ich endlich mal die Kurve gepackt. Das war endlich mal was Tolles. Der Erfolg! Mehr oder weniger. A 15. Platz. An der Ferrari wollte ich nicht vorbeilassen, das konntest du knicken, weil der hat mich so genervt. Epic Fail. Ja, da habe ich ihn doch noch überholt. Ja, die Kurve ist echt schon heimtückisch da, wo ich da jetzt gerade lang gefahren bin. Das ist echt krass, da überhaupt in dem nötigen Highspeed da lang zu fahren, also da hoch zu fahren. Und ja, ich muss sagen, trotz allem lässt sich die Corvette richtig gut fahren, wenn man so bedenkt, dass es Muscle Car ist und sie sich ganz anders fährt als der Ferrari. Ich liebe ja Muscle Cars über alles, von der sich gesehen ist es ja kein Wunder, dass ich dann doch die Corvette genommen habe. Ja, so sieht's aus. Ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich weiß es nicht. Da weiß ich echt nicht mehr, was ich gesagt habe. Ist auf jeden Fall schon länger her. Ah, doch. Oh ja. Bin ich heute eigentlich auch? Ja, ja, genau. Da habe ich dann rückblickend auf die letzten Folgen gemacht. Ja, das. Weil es dann doch ziemlich awesome war, dass ich. For the win. Weil es dann doch ziemlich awesome war, dass wir. Ich wollte schnell Sammlung auf Kagen auch einholen. Oh, das gemacht haben, während wir müde waren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch ein Cappuccino bei mir stehen. War lustig. Okay. So, ich bin dann eben mal kurz mir ein Cappuccino holen für die Teestunde. Cappuccino für die Teestunde, wurde gemerkt, ne? Aber mich wundert, dass das Fraps das trotzdem... Ah, so, ja, stimmt, doch, klar. Fraps nimmt das ja trotzdem auf. Der hat dann nur meine eigene Stimme dann nicht aufgenommen. Das ist dann kacke für mich. Ja, danke Facebook. Das war in dem Sinne jetzt Facebook wieder, weil ich das ausgeschaltet hatte, habe ich vergessen. Ich weiß gar nicht, ob man den Ton da überhaupt ausschalten kann für die Nachrichten. Also den Chat-Ton kann man ja ausstellen, soweit ich weiß, bei Facebook. Aber den Nachrichtenton, soweit ich weiß, gar nicht. Wenn es irgendjemand weiß, soll es mir sagen. Ich habe da nämlich keine Ahnung. Und boah, da habe ich die echt awesome genommen, die Kurve. Da wollte ich unbedingt da mal Cockpit fahren. Mal gucken, wie das ist. Weil, ja genau, da habe ich ja vorhin noch mit Tutsi darüber gesprochen, von wegen die letzten Sessions. Da waren wir so müde, da haben wir nur Scheiße gelabert. War schon richtig lustig. Und, ja, wie gesagt, also ich denke nicht, dass ich die nächste Zeit jetzt hier mit dem Wagen oder so Cockpit fahren werde, auch wenn die... Achtung,
Achtung, gelbe Flagge in Sektor 3. Sektor auch wenn 3 das Cockpit ist ziemlich schick aussieht. Was mich gewundert hat, waren dieses Flackern da oben in der Scheibe, falls ihr das seht. Das war schon echt lustig mit anzusehen. Und joa. Nee, auf jeden Fall. Die Regeneffekte sind ziemlich lustig gemacht worden. Also die finde ich echt awesome. Und da ist er wieder. Okay. Gott, ich kann mich gar nicht. Ich hab's gestern aufgenommen. Ach, ich bin wieder da. Baby. So, meine Beine. Ah, war schon lustig. Uiui, Junge, da bin ich aber zu weit rausgekommen. Es sieht dann so total verdunkelt der Himmel aus, so als ob es Regenwetter ist, obwohl es eigentlich gar kein Regenwetter ist. Immer diese Wetten. Welche Wetten? Achso, ich wüsste von keiner Wette was. Nein. Ist ja immer. Stimmt gar nicht. Öfter. Im seltenen Falle. Ja, wie gesagt, nicht wundern. Aber ich sehe gerade mal links auf der linken Seite, der Spiegel ist total für den Arsch. Der ist, total verzogen. Ich glaube, da haben sie ein bisschen falsch gearbeitet mit dem Modell. Ja, da sieht man's. Da habe ich auch den Fahrer ja am Arsch kleben. Okay. Liebe Modler, bitte aber überarbeitet das Design nochmal, weil das ist echt für den Arsch, wenn der Spiegel so weit raushängt und ich durch den Spiegel durchgucken kann, dass ich die Strecke sehe. Lol, muss ich erzählen, ich bin ja nebenbei nicht was mit World spielen und fahre halt mit ein paar Kollegen und wir sind gerade allesamt alle aus dem Event Outlaws geflogen. Lol. Alle. Connection, also wir sind echt schon gefahren und dann ist einfach die Connection ausgebrochen. Abgebrochen. Lol. Ausgebrochen. Jupp, und meine Corvette kann gerade mal nur 283 fahren, so wie es aussieht. Wow. Im zweiten Gang durch die Kurve und dann wieder in den ersten Gang runter. Schon lustig, wie weit das geht. Okay. Ah, Cockpit ist echt unglaublich zu fahren mit der Corvette. Kann auch sein, dass ich das Modell falsch installiert habe, wobei dann wäre das Cockpit nicht so. Weil die Geschwindigkeit sich schneller abgeht. Ja, genau. Dadurch kann man später genau, die Kurven bremsen. Aus dem Grunde. Und wenn man ja runterschaltet, drosselt sich ja. Und dann. Genau deswegen. Bremst es ab. Und kommt besser, schneller. Kann später bremsen. Schneller. Nee. Enger schnell. Deswegen fahre ich damit auch kein Cockpit. Oder nicht so gerne, sagen wir es mal so. Aber ich habe da gesagt, nee, komm, ist egal jetzt. Ich fahre damit jetzt. In die Box, weil die Zeit habe ich sowieso verplempert. Ich habe sowieso jetzt hier. Oh ja, hat man ja das letzte Mal gesehen. Keine Ahnung, was er da jetzt gerade meint. Weil habe ich es jetzt sowieso verkackt. Aber nun gut, ist ja auch egal. Ich glaube weniger, dass ich das Modell falsch installiert habe, weil ansonsten hätte ich ja kein vernünftiges Cockpit. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, nee, komm, fährst in die Box und ist gut jetzt, bringt sowieso nichts da jetzt weiterzufahren. War sowieso lang genug das Qualifying. Und genau da musste ich mich auch noch drehen. Achtung, gelbe Flagge in Sektor 3. Genau 3 kurz vor der Boxenanfahrt musste ich mich unbedingt drehen. Das war so fail. Fang jetzt an zu bremsen. Der ist nicht normal. Normal. Naja, da haben wir halt eben gesagt, gut, machen wir das Rennen weiter, ist egal, wir haben uns immer in Position 2 erarbeitet und gut ist. Und joa. Kann man nichts machen. Das ist doch genau, schon mal 10. Platz in Ordnung. Ist in Ordnung, von der sich gesehen. Kann man sich nicht beschweren drüber. Und ich würde sagen. Wir sehen uns dann in dem Sinne bis zum nächsten Mal, beziehungsweise gleich beim Rennen wieder. Bis gleich.